Hallo ihr Lieben, in meinem heutigen Video häkeln wir zusammen diese süßen und schlichten Armbänder. Und zwar werden wir dazu das Kordmuster benutzen. So sieht das Ganze hier aus. Es ist wirklich ganz, ganz einfach, wenn man den Dreh einmal raus hat und ihr habt wirklich die Armbänder innerhalb von 10 Minuten fertig gehäkelt. Auch ganz, ganz toll für Kinder. Und ich zeige euch dann auch später einen Verschluss, wie ihr das Ganze einfach öffnen könnt und auch einfach wieder verschließen könnt. Auch das finde ich richtig praktisch, vor allem wie gesagt für Kinder, dass sie das halt beim Duschen oder so ausziehen können oder beim Sportunterricht. Und die sind wirklich ganz, ganz einfach und schnell gemacht. Hier könnt ihr das Muster nochmal sehen. Und jetzt zeige ich euch, wie genau das Ganze funktioniert und was wir benötigen. Ich häkel heute mit einer 4 mm Nadel. Ihr benötigt auch eine Schere und eure ausgewählte Wolle. Ich habe hier die Catania von Schachenmeier und zwar ist das eine 100% Baumwolle und die habe ich in verschiedenen Farben. Natürlich könnt ihr jede Wolle nehmen, die ihr möchtet, aber ich finde für dieses Armband ist halt so ein Baumwollgarn am besten geeignet. Und dann fangen wir mal an. Längeren Faden und jetzt machen wir unsere Schlaufe. Diese Schlaufe legen wir dann auf unsere Nadel auf, ziehen das Ganze fest und jetzt häkeln wir zwei Luftmaschen. Häkel die recht locker, also 1 und 2. Wir gehen jetzt mit der Nadel in diese erste Schlaufe hinein, also in diese erste Luftmasche. Wir gehen mit der Nadel einfach rein, holen uns den Faden, ziehen hoch. Wir haben jetzt zwei Schlaufen auf der Nadel und gehen jetzt durch beide Schlaufen durch. Wir benötigen jetzt die Schlaufe hier unten. Also hier die Schlaufe. Dort müssen wir jetzt mit der Nadel hinein und das ist jetzt nur am Anfang. Also hier in diese Schlaufe. Ihr seht, ich gehe dann einfach rein. Wir holen uns den Faden und gehen nur durch die erste Schlaufe durch. Jetzt haben wir zwei Schlaufen auf der Nadel. Wir holen uns wieder den Faden und gehen durch beide Schlaufen durch. So sieht das Ganze jetzt aus. Ihr seht, wir haben jetzt hier die Schlaufe auf der Nadel. Und wenn ihr das Ganze zu euch dreht, also so, könnt ihr jetzt hier zwei Schlaufen erkennen. In diese zwei Schlaufen müssen wir jetzt hindurch. Also ihr geht mit der Nadel rein. Hier ist die erste und die zweite. Ihr holt euch jetzt wieder den Faden, geht wieder nur durch die ersten beiden Schlaufen durch. Jetzt habt ihr wieder zwei Schlaufen auf der Nadel. Ihr holt euch wieder den Faden und geht durch beide Schlaufen durch. Jetzt haben wir hier wieder unsere Schlaufe. Ihr dreht das Ganze wieder zu euch und könnt jetzt wieder diese beiden Schlaufen erkennen. Und da müssen wir jetzt einfach wieder durch. Also hier ist die erste. Manchmal muss man da mit dem Nagel nachhelfen. Das ist die zweite. Wir holen uns jetzt wieder den Faden und gehen wieder nur durch die ersten beiden Schlaufen durch. Jetzt habt ihr zwei Schlaufen auf der Nadel, ihr holt euch wieder den Faden und geht durch die nächsten beiden Schlaufen durch. Und das ist das ganze Muster. Das ist am Anfang recht komisch, aber wenn ihr den Dreh raus habt, habt ihr wirklich so ein Armband in 10 Minuten fertig. Also hier ist wieder die Schlaufe auf unserer Nadel. Wenn ihr das Ganze ein wenig dreht, haben wir jetzt hier wieder diese zwei Schlaufen. Durch die müssen wir hindurch, dass die auf eurer Nadel aufliegen. Jetzt holt ihr euch den Faden, geht durch die ersten beiden Schlaufen wieder durch, habt jetzt wieder zwei Schlaufen auf der Nadel, ihr holt euch den Faden und geht durch die nächsten beiden durch. Und somit entsteht dieses schöne Kordmuster. Ich zeige es euch nochmal. Also hier ist jetzt wieder die Schlaufe auf unserer Nadel. Wenn ihr das Ganze dreht, erkennt ihr hier jetzt schön eure zwei Schlaufen und durch die beiden müsst ihr jetzt mit der Nadel durch. Also hier sind die zwei Schlaufen. Ihr holt euch den Faden, geht wieder nur durch die ersten beiden Schlaufen durch,
Holt euch den Faden und geht durch die nächsten beiden Schlaufen durch. Jetzt dreht ihr das Ganze wieder zu euch, seht hier wieder diese beiden Schlaufen und durch die müsst ihr dann wieder hindurch. Also wieder durch die beiden Schlaufen durch. Holt euch den Faden, zieht hoch, wieder zwei Schlaufen auf der Nadel und jetzt wieder durch beide Schlaufen durch. Und das ist das ganze Muster. Das wird jetzt einfach nur wiederholt. Also ihr seht, ich gehe wieder nur durch die beiden Schlaufen durch, hole mir den Faden, ziehe hoch, habe jetzt wieder zwei Schlaufen auf der Nadel und gehe wieder durch die beiden Schlaufen durch. Und somit entsteht dieses Muster. Hier diesen Anfangsfaden zieht ihr jetzt einfach nur fest und ihr wiederholt das Ganze jetzt, bis das Armband drumherum und um euer Armgelenk passt. Und dann zeige ich euch gleich, wie ihr das Ganze beendet und wie ihr dann diesen Verschluss macht. Also jetzt einfach nur das Ganze wiederholen. Ihr geht jetzt wieder hier durch diese beiden Schlaufen durch, holt euch den Faden, geht durch beide Schlaufen durch, zieht hoch, wieder den Faden nehmen und durch die nächsten beiden Schlaufen. Und das wiederholt ihr jetzt einfach und dann sehen wir uns gleich. Jetzt weiter gehäkelt und so sieht das Ganze aus. Ihr seht, das ist so ein süßes Muster und wirklich ganz zart und dezent und ich finde es auch absolut toll für Kinder. Also meine Tochter hat auch schon eins und wie gesagt, ein absolut tolles und einfaches Muster. Ich habe das Ganze jetzt einfach weiter gehäkelt. Das ist halt wirklich um mein Handgelenk passt. Also wie ihr seht, wenn ich das Ganze dann anlege hier, dass das Ganze schön passt. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr das Ganze beendet. Um das Ganze zu beenden, häkelt jetzt einfach eine Luftmasche, zieht das Ganze schön fest und lasst jetzt wieder einen längeren Faden übrig, schneidet das Ganze ab, holt euch jetzt eure Nadel, zieht dieses durch und jetzt ziehen wir das Ganze fest. Und jetzt zeige ich euch noch, wie ihr das Ganze knotet, damit ihr das auf- und zumachen könnt. Wir legen das Armband jetzt einfach hin. Es ist egal, welche Seite ihr als erstes nehmt, links oder rechts. Ich nehme mir jetzt die rechte Seite. Wie gesagt, wichtig ist nur, dass das Armband wirklich komplett drumherum passt. Und jetzt machen wir einen doppelten Knoten. Also ich gehe dann einfach durch. Einmal. Hol jetzt nochmal den Faden, gehe nochmal durch und jetzt ziehe ich das Ganze fest. Und zwar lasse ich nur ein bisschen Platz. Also ungefähr so, weil das ist der Endfaden, der halt dann runterhängt. Und den wollen wir ja nicht so lang, also mache ich den hier jetzt recht kurz. Und das ist unsere erste Seite. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr das Ganze auf der anderen Seite macht. Dazu holen wir uns jetzt die rechte Seite, legen die jetzt einfach hier rüber. Ihr könntet euch da auch was auflegen. Und wie gesagt, hier ist der Knoten, den wir gemacht haben. Den lassen wir jetzt einfach links liegen. Ihr könntet da jetzt sogar was drauflegen, damit das schön hält. Und jetzt mit dem anderen, ich mache den mal ein bisschen kürzer, den habe ich ein bisschen zu lang gelassen. Schneiden wir jetzt ab. Also hier haben wir den Knoten von der rechten Seite, den legen wir nach links. Jetzt holen wir uns den anderen Faden einfach drüber und werden jetzt einfach einen Knoten machen. Also wir holen uns hier den Faden. Ihr seht, hier ist der Faden mit unserem ersten Knoten und jetzt gehen wir dort einfach durch. Also seht nur zu, dass der halt recht eng ist hier am Verschluss und ziehen den Knoten fest. Also ihr seht, wir haben jetzt hier einen Knoten. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. Und jetzt hier machen wir jetzt noch einen Knoten. Also ich gehe dann einfach, wie gesagt, hier ist der erste Knoten von der anderen Seite. Der bleibt liegen. Wir holen uns jetzt einfach wieder hier
den anderen Faden und machen jetzt einfach noch einen Knoten. Also ich gehe dann einfach hier durch. Ups, jetzt ist der mir rausgesprungen. Also nochmal, hier ist der Knoten, hier ist jetzt der Anfangsfaden und direkt daneben machen wir jetzt einfach noch einen Knoten. Dadurch, dass die Wolle halt so dünn ist, fällt mir das halt hier an der Kamera recht schwer, euch das zu zeigen. Also einfach jetzt von unten durch, Faden holen und ihr seht, jetzt haben wir hier noch einen zweiten Knoten. Also einfach nur Knoten. Jetzt haben wir hier wieder den Faden. Hier ist der Anfangsknoten von der anderen Seite. Der bleibt, wie gesagt, unbearbeitet. Den könnt ihr jetzt sogar festhalten. Und jetzt gehe ich nochmal mit dem Faden durch und mache jetzt noch einen dritten Knoten. Gehe jetzt einfach hier unten durch und mache einfach noch einen Knoten. Und jetzt zieht ihr das Ganze richtig schön fest, auch auf jeder Seite schön festziehen. Also ich habe jetzt insgesamt 3 Knoten gemacht, ihr könntet jetzt auch noch 4 machen, das liegt an euch. Und jetzt können wir den Faden hier abschneiden. Was ihr auch machen könntet, ihr könntet auch hier eine kleine Perle anbringen, das sieht bestimmt auch richtig schön aus. Und jetzt auch auf der anderen Seite hier. Ganz nah am Knoten schneiden wir den Faden ab und jetzt könnt ihr das Ganze auf- und zumachen. Und so sieht unser fertiges Armband jetzt aus. Also ihr seht, ihr legt das jetzt einfach um euer Handgelenk, holt euch jetzt den einen Knoten, zieht das Ganze hier fest. Und so sieht euer Armband jetzt aus. Und wie gesagt, das ist nur ein kleines Bändchen hier. Ihr könntet es sogar noch kürzer schneiden. Wie gesagt, wir haben ja hier die gewünschte Länge erreicht. Und so sieht das Ganze aus. Und zum Öffnen zieht ihr das Ganze einfach und dann könnt ihr es ausziehen. Ganz viel Spaß mit mir, diese super einfachen Armbänder zu häkeln. Natürlich freue ich mich auch hier wieder über eure Nachrichten, über eure Bilder. Habt einen ganz, ganz tollen Tag und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.